So, nun habe ich bei mir zu Gast Peter Hoff von der Kfz-Innung Trier und Sie sind auch Mitglied des Gesellenprüfungsausschusses. Ist das richtig? Das ist korrekt. Wir haben ja eben gesehen in dem Video Kfz-Mechatroniker. Das klingt ja recht neu. Man denkt ja immer erst an Kfz-Mechaniker. Gibt es da Unterschiede? Was ist der Unterschied? Der Unterschied besteht halt darin, der Kfz-Mechatroniker trägt der Entwicklung im Automobilbau Rechnung. Der Anteil an Elektronik in den aktuellen Fahrzeugen hat sich so sehr gesteigert, dass da halt bei der Ausbildung auch jetzt verstärkt Wert drauf gelegt wird, dass die ehemaligen Mechaniker jetzt ebenfalls in der Elektronik fit genug sind, um die aktuellen Fahrzeuge instand setzen zu können. Also das, was früher Kfz-Mechaniker war, wird in Zukunft nur noch Mechatroniker sein müssen wahrscheinlich? So ist es. Also im Prinzip ist der Mechatronikerberuf eine Zusammenlegung aus dem ehemaligen Kfz-Elektriker und dem ehemaligen Kfz-Mechaniker. Dadurch, dass halt die aktuellen Fahrzeuge, die Systeme so vernetzt untereinander sind, kann man diese Techniken nicht mehr so auseinander dividieren, als dass ein Mechaniker nur bis zu seinem Punkt arbeitet und dann an den Elektriker übergibt. Der muss die Probleme jetzt eigenständig lösen können. Und ist das schwieriger, sage ich mal? Sind die Voraussetzungen, die man mitbringen muss, sind die gestiegen? Sagen wir mal so, es ist jetzt eine deutlich stärkere, flexible Denkweise erforderlich, weil im Prinzip wir anhand von simplen Symptomen auf die Ursachen schließen müssen. Also der Beruf ist interessanter und auch schwieriger geworden, das kann man so sagen. Aber Sie würden jetzt nicht sagen, nur noch Abiturienten Nein. oder gar keine Hauptschüler mehr, weil danach geht es ja nicht unbedingt. In keinster Weise, also wichtig ist vor allen Dingen die Motivation der Bewerber, der Lehrlinge und auch der Mechatroniker. Nur als simples Beispiel, also ein Abiturient, der nicht weiß, warum man eine Schraube aufdreht, mit dem kann ich in der Werkstatt auch nichts anfangen. Also lieber einen motivierten Hauptschüler mit einem guten Abschluss, der sich mit Einsatzfreude an die Arbeit begibt, auch wissbegierig ist, ist es ausschlaggebend die Motivation. Ich denke, auf diesen Punkt kann man sich zurückziehen. Sie sagten jetzt, die Technik, alles wird mehr, deshalb auch Mechatroniker, nicht nur Mechaniker. Jetzt brauchen die Betriebe ja auch mehr Geräte, sage ich mal, um... Wie ist das bei den Betrieben? Können die sich das alles leisten oder müssen die sich das zwangsläufig leisten? Sie müssen es sich leisten. Aktuelle Fahrzeuge ohne die entsprechende Diagnosesoftware kann man nicht am Laufen halten bzw. warten. Wer nicht rechtzeitig in sein Equipment investiert, kann absehen, wann er den Laden zumachen muss. Und wie ist das hier in der Region? Zum Beispiel, es gibt ja auch viele Kleinbetriebe. Können die sich das weniger leisten oder sagen die, oh, wir können gleich dicht machen oder in so einem Vergleich zu den großen Betrieben? Also meine persönliche Beobachtung bei dieser Geschichte ist, den kleinen Betrieben geht es unter Umständen besser als großen, weil sie haben eine Stammkundschaft, die sie zum großen Teil auch noch persönlich kennen. Es gibt Diagnosesysteme auf dem freien Markt. Also ob jetzt ein kleiner Betrieb erfolgreicher ist als ein großer, hängt wirklich da auch wieder von der Flexibilität, Agilität des Inhabers ab. Ja. Weniger davon von der Betriebsgröße. Okay. Und wie sieht das jetzt aus mit das Verhältnis Männern zu Frauen? Man denkt ja, Kfz-Mechatroniker klingt nach einem typischen Männerberuf. Das ist sich ganz stark am Wandeln. Also der Frauenanteil ist nach wie vor etwas geringer, aber es ist eine Tendenz der Steigerung zu bemerken, das auf jeden Fall. Und wie sieht das mit Nachwuchs aus? Sind da genügend junge Leute, die sagen, das will ich werden? Nur als Beispiel, ich habe für dieses Jahr für zwei ausgeschriebene Stellen 60 Bewerbungen vorliegen. Ich denke, bei den anderen Betrieben ist es ähnlich. Also über Nachwuchs sorgen müssen wir uns als Kfz-Betriebe momentan noch nicht beschweren. Und muss sich dann der Nachwuchs aber über Jobmöglichkeiten beschweren, wenn es so viel Nachwuchs gibt? Gibt es vielleicht weniger Jobs? Auch nicht. Nein, in keinster Weise. Also man kann wirklich sagen, ein Mechatroniker, Kfzler, egal ob jetzt Autolackierer, Karosserieler oder Mechatroniker, mit abgeschlossener Berufsausbildung hat er auch einen Beruf. Okay, also spricht das schon mal sehr dafür, Kfz-Mechatroniker zu werden. Natürlich vorausgesetzt, man hat Lust dazu. Das ist natürlich immer die Voraussetzung. Und können Sie schon in etwa sagen, wie das so technisch weitergehen wird? Erst hatten wir den Kfz-Mechaniker, jetzt den Kfz-Mechatroniker. Alles entwickelt sich weiter, die Automobilindustrie.
Wie geht das da weiter? Können Sie da was sagen? Es wird auf jeden Fall komplizierter. Die Vernetzung der Systeme wird weiter voranschreiten. Also wir sprechen ja mittlerweile von GPS-gestützter Satellitennavigation. Es sind in diverse Entwicklungen automatische Abstandshalter im Gespräch. Bremsassistenten, Ähnliches haben wir auch schon. Es wird auf jeden Fall noch mehr Elektronik in den Fahrzeugen drin haben. Wo da die Reise hingeht, kann man nicht sagen, aber einen Stopp der Entwicklung wird es auf gar keinen Fall geben. Das heißt, vielleicht doch noch spannender für die Kfz-Mechatroniker, die dann anspruchsvoller auf jeden Fall. Anspruchsvoller und ja, und vielleicht interessanter, wer Lust dazu hat. Okay, Herr Hoff, vielen Dank, dass Sie da waren und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.